meiner Nähe, wo ich wohne, ist ein Friedhof, aber kein normaler Friedhof. Einer Legende nach soll dort immer wieder eine weiße Frau zu sehen sein. Laut Legende soll ihr Schlimmes passiert sein und sie sucht dort ihre Kinder. Ich möchte herausfinden, was passiert ist. Mir ist klar, dass der Kontakt zu ihr gefährlich enden könnte, aber die Neugier treibt mich an. Ich ging um Punkt Mitternacht zum Friedhof. Alleine, das ist schon gruselig. Die ganzen Kerzen und die Geräusche, Gänsehaut. Ich lief durch den Friedhof, in der Hoffnung, auf die weiße Frau zu treffen. Leider sah ich sie nicht. Nach 2 Stunden in der Kälte ging ich erstmal nach Hause. Ich überlegte, gibt es diese weiße Frau tatsächlich? Oder ist das nur ein Gerücht, um Kindern Angst zu machen, dass sie nicht nachts auf den Friedhof gehen? Ich versuchte es jede Nacht. Um Punkt Mitternacht stand ich auf dem Friedhof. Niemand da. Ich wartete ein paar Wochen, da laut Internetrecherche steht, sie sei nur an bestimmten Tagen da. Laut Google soll ich am 6.6. hingehen. Gesagt, getan. Ich soll um Mitternacht da sein und sie würde um 3.33 Uhr erscheinen. Also holte ich mir noch ein paar Snacks und Getränke, um die Wartezeit zu verkürzen. Es ist nun 3 Uhr und ich guckte jede Minute angespannt auf mein Handy. 3.33 Uhr, es dauerte noch einen kurzen Moment, dann plötzlich stand sie da. Sie stand in der Mitte des Friedhofs. Ihre langen schwarzen Haare wehten im Wind. Ich bekam etwas Herzklopfen, denn wie geht man auf einen Geist zu? Mit langsamen Schritten näherte ich mich ihr. Sie hat ein mega schönes Gesicht, also gar nicht so gruselig, wie man sich Geister vorstellt. Ich blieb vor ihr stehen und guckte ihr in die Augen. Sie bewegte sich überhaupt nicht und ihr Blick war starr auf mich gerichtet. Mein erster Gedanke war, wie heißt sie eigentlich? Also, wie soll ich sie ansprechen? Leise sagte ich, hey, und wartete, ob eine Reaktion kommt. Sie bewegte ihren Kopf, schaute auf mich auf und ab, als würde sie genau gucken, wer ich bin. Leise ertönte ein hey von ihr zurück. In meinen Gedanken dachte ich mir, Wahnsinn, ich rede mit einem Geist. Sie fing an, leicht zu lächeln. Ich fragte sie, warum bist du hier? Ich hörte, du suchst deine Kinder. Es dauerte wieder einen Moment. Dann sagte sie, ja, ich habe sie verloren. Ihre Stimme klingt sehr schön. Warum hast du deine Kinder verloren? Da war ein Mann. Da war ein Mann. Wiederholte sie ängstlich. Was ist passiert? Er hat meine Kinder weggenommen. Er hat meine Kinder einfach weggenommen. Sie fing an zu weinen. War das hier an dem Ort? Fragte ich sie. Ja, ich habe meinen Vater hier besucht. Und dann kam ein Mann und nahm meine Kinder mit. Wann war das? Weißt du das noch? Es müsste 100 Jahre her sein. Ich bin hier immer, um sie zu suchen. Aber ich finde sie nicht. Die Menschen, wo hierher kommen und mich sehen, schreien dann oder bespucken mich. Sie sagen, dass ich böse sei. Aber ich suche doch nur meine Kinder. Das klingt grausam. Kann ich dir irgendwie helfen, wie du sie wiederfinden kannst und endlich in Ruhe Frieden finden kannst? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, der Mann hat ein rotes Auto und ist weggefahren. Rote Autos gibt es heutzutage sehr viele. Könntest du mir zeigen, wo der Ort war, wo sie verschwunden sind? Ja, folge mir. Ich ging neben ihr.
Ihre Haare flogen in mein Gesicht. Sie lächelte und sah glücklich aus. Hier, siehst du? Sie brachte mich an einen Nebenfriedhof, der direkt mit dem anderen Friedhof verbunden war. Dort war ein Grab mit zwei Namen. Ich vermute ihre Kinder. Was mir nur auffiel, ich habe diesen Zweitfriedhof noch nie vorher gesehen. Sind das deine Kinder? Fragte ich sie. Ja, das ist Luise und Kevin, meine zwei Kinder. Warum stehen ihre Namen auf dem Stein? Ich weiß nicht, wie ich ihr das erklären soll. Nun ja, die stehen da, weil sie tot sind. Tatsächlich? Fragte sie. Ja, es tut mir unglaublich leid. Also sind die ganzen Steine hier Tote? Ja, du bist auf einem Friedhof. Heißt das, dass ich meine Kinder nie mehr finden werde? Außer sie tauchen als Geister wieder auf. Mir war das überhaupt nicht bewusst. Ich bin froh, dass sie hier unter dem Stein sind. Danke, dass ich endlich meine Kinder wieder habe. Plötzlich verschwand die Frau einfach. Es sah aus, als wäre sie unter den Stein, wo ihre Kinder vergraben sind, reingeflogen. Die weiße Frau wurde danach nie wieder gesehen. Ich vermute, sie hat es endlich geschafft, ihren Frieden zu finden.